I know your game Podcast 160. Yeah. Woo. Ich sollte keine Radio-Jingles machen. Das ist. Gott, bin ich schlecht da drin. Wenn ich etwas wirklich nicht kann, dann ist es singen. Und das stelle ich immer wieder gerne unter Beweis. Auch für mich alleine unter der Dusche und für euch immer wieder mache ich mich hier zum Horst. Das ist völlig okay, denn es ist eine schöne runde Zahl, oder? 160 Podcasts gibt es von uns mittlerweile, noch viele mehr, denn die ganzen Special-Podcasts und die vor dem Reboot, die haben wir alle nicht mitgezählt. Es ist einfach eine schöne Zahl. Das muss man an der Stelle einfach mal nahtlos anerkennen, wie ich so gerne sage. Unfassbar. Also Wahnsinn, ne? Wie alt wir mittlerweile sind, meine Güte. Ja, und ja, doch. Doch, ja. Aber wie wenig wir mittlerweile auch sind. Ja, wir werden weniger. Immer weniger. Ja. Ich glaube, letzte Woche habe ich mit Caro alleine gepodcastet, oder? Ja. Ich glaube, ja. So, heute bin ich mit dir alleine. Ja. Und wir müssen gleich noch etwas nachholen, dass ich sträflich vergessen habe, aber vorher noch kurz eine kleine Übersicht über unsere Themen. Wir sprechen heute über den Start des New 3DS in Japan. Außerdem sprechen wir über, wird es auch so ein schönes Thema? Ich hatte schöne Themen, genau. Ich habe mir rausgesucht gehabt, dass ein verrücktes Team von Half-Life-Fans eine Kampagne starten möchte, um Half-Life 3 überall viralisieren. Meine Güte, was ein schwieriges Wort. Ja, das ist wirklich ein schwieriges Wort. Außerdem sprechen wir, das habe ich gerade eben ganz vergessen dir zu sagen, über die Saturn-Verkauf 3 für 49 Aktionen und über Release-Verschiebungen und Start von anderen Videospielen und vieles, vieles mehr, aber das gibt gleich erst. Erst gibt es ein bisschen Musik auf die Ohren. So, und wir kommen direkt wieder mit Musik, denn wir müssen noch ein kleines Ständchen singen. Bist du bereit? Du hast gerade noch gesagt, wir können nicht singen. Jetzt müssen wir schon wieder singen. Das ist ironisch. Das ist erotisch. Erotisch sowieso. Ich meine, überleg mal, wir beide, unsere maskulinen, sexy Stimmen singen jetzt. Ich glaube, die Leute werden hier nach uns die Tür einrennen. Ja, ja, ich denke auch. The Voice, ich höre sie schon klingeln. Achtung. 3, 2, 1. Happy Birthday to you. Das sollten wir nicht tun. Okay, Mann. Das sollten wir nicht tun. Okay, aber wir haben es unmöglich zu synchronisieren. Wir haben es versucht. Wir werden das in anderer Art und Weise. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich, lieber Felix. Ja. das war ein. Man schafft das einfach nicht. Die Verzögerung über Skype ist einfach zu intensiv, um das. Man vergisst so leicht, dass man nicht in einem Raum sitzt. Es ist aber, es war ein schöner Gedanke, den wir da hatten. Ja, der Gedanke zählt. Felix ist unser zweitjüngstes Redaktionsmitglied, im Sinne von Dienstalter. Mhm. Hat jetzt Donnerstag Geburtstag gehabt, an der Stelle noch nachträglich alles, alles Gute. Jo. Wir hoffen, dass du ordentlich feierst. Das ist auch der Grund, warum er bei der Podcast-Aufzeichnung dabei ist, weil er, glaube ich, tierisch gerade die Raketen fliegen lässt. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, weil er hatte ja angekündigt bei unserer Vorbesprechung, dass er das ganze Wochenende durchfeiert mit Familie, mit Freunden, mit allem drum und dran. Und deswegen wird er wahrscheinlich gerade jetzt nicht an uns denken können. Mehr. So kennen wir ihn, Party Animal Felix. Wir müssen dazu sagen, nicht, dass ihr jetzt 1 und 1 zusammenrechnet und 1 ist, das ergibt 2, das an der Stelle nur kurz gesagt, dass er Geburtstag hat und dass er jetzt feiert, hat nichts damit zu tun, dass er die dritte Folge der einen Know Your Game Sims WG nicht schneiden konnte, sondern dass das Schnittprogramm ihn einfach im Stich gelassen hat. Mhm. Er hat sehr viel Zeit investiert, er hat es immer wieder versucht, er hat ist dann in der Nacht irgendwann auf die Idee gekommen, weil das Projekt immer wieder abstürzte und damit auch das Programm. Okay, ich mache es einfach komplett von vorne.
schmeiß die ganzen Rohstoffe, die ich da schon reingesteckt habe, einfach in die Tonne, mache ein neues Projekt auf und schneide das dann einfach nochmal. Selbes Ergebnis. Das Programm stürzte immer wieder ab. Ja. Wir wissen bis jetzt nicht, was da passiert ist. Wir wissen nur, dass Felix jetzt nach diesem Wochenende auf ein anderes Schnittprogramm umsteigen wollen wird. War seine Idee. Und dann werden wir die dritte Folge so schnell wie möglich nachschießen. Aber im Moment tut uns leid, die Technik hat uns da einfach echt den Hahn abgedreht. Und wir wissen einfach nicht, was es ist. Manchmal gibt es ja so Probleme mit Computern. Ja, da weiß man einfach gar nicht, was da Phase ist. Das ist jetzt so eins. Und wir stehen echt wie ein Ochs vom Berg. Ich komme auch vor wie der erste Mensch. Aber es gibt manchmal so Sachen, auch mit dem Schnittprogramm, das ich benutze, das ich namentlich nicht nennen werde, weil ich keine Schleichwerbung machen möchte. Aber da hast du da ist einfach der Wurm drin. Ja. Das kann in der Renderdatei sein, das kann in irgendwas Magisches. Manchmal soll es einfach nicht sein. Und dieses Mal sollte es einfach nicht sein. Vielleicht ist mein böser Zwillingsbruder wieder unterwegs gewesen in der Datei. Ja, es gibt ja schon Spekulationen, dass du vielleicht noch einen Zwillingsbruder hast. Kannst du schon erahnen, wie er heißt? Z-Dreh. Nein, Zehndreh. Zehndreh, zehnmal Zehn. Umdrehen. Oder Xendreh. Nein, weil ABC-Dreh, weißt du? Ach, Zehndreh, das finde ich aber nicht so gut. Nein? Nee. Okay, nein, es stimmt auch nicht. Oder doch. Ich weiß auch ehrlich gesagt, das Schöne ist, ich muss mich selber immer davon überraschen lassen, weil der Felix, der wohnt quasi in seiner Happy Bubble und der arbeitet völlig autark. Ab und zu lassen wir ihn wir haben so eine kleine Biosphäre ihm geschaffen. Ja. Wir nennen das Keller. Ab und zu lassen wir ihn raus, dann darf er studieren gehen und dann wird er direkt wieder eingesperrt und wir haben eigentlich keinen Kontakt zu ihm. Immer nur dann, wenn er gerade die Folge abgeliefert hat, dann gestatten wir ihm eine Stunde Kommunikation mit uns. Und montags zur Redaktionskonferenz, aber da darf er nicht über die WG sprechen. Richtig, das ist eigentlich immer so ein bisschen wie so Schrödingers Katze. Man weiß nie, ob er lebendig rauskommt oder tot rauskommt. Bis wir halt wirklich die Tür zum Keller, zu der Biosphäre, die wir Keller nennen, aufmachen und dann gucken, ey Felix, sag mal, ist jetzt was passiert oder vegetierst du hier nur? Man weiß es halt nie. Man weiß es nicht. Nee. Also die Party findet auch in dieser Biosphäre statt. Richtig. Also wir hören hier so ein dumpfes Bollern die ganze Zeit. Wir wissen nicht, ob es Tänze sind oder ob das verzweifelte Rufe sind. Aber wir geben den einfach noch ein paar Stunden. Ja. Also an der Stelle nicht keine falschen Schlüsse ziehen. Der Felix darf jetzt Party machen und dann liefert er die Folge 3 der I Know Your Game Sims WG so schnell wie möglich nach. Es sollte einfach irgendwie nicht sein. Ich kenne das. Also ich meine, Hyrule Warriors hat auch Ewigkeiten gerendert. Da war diese Woche einfach das Universum eins stärker als wir. Und wollte aber einfach nicht, dass die Dinge so schnell passieren, wie wir das wollten. Richtig, aber es kam ja noch. Es kam noch, ja. Quasi stellvertretend für die Sims WG hatten wir heute Freitag, weil wir ja Freitag aufzeichnen. Kam die vierte Folge von Hyrule Warriors. Und ich muss gestehen, es ist ein bisschen verstörend zu sehen, dass Kollege André... Ja, wer? Ja, du prescht immer voraus. Ja. Während ich mich im Hintergrund noch mit den Unterschergen beschäftige, beschäftigst du dich ziemlich häufig mit den Hauptquests. Das finde ich sehr irritierend. Ja, ich habe doch gesagt in einem unserer Videos, dass einer von uns die Hauptquests machen muss, während der andere die Nebenaufgaben erfüllt. Ich glaube, wir haben auch später mal getauscht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich habe ja im vierten Video habe ich mich ja auch als allererstes dem Kampf gegen den Endboss gewidmet. Eben. Man handelt, das ist aber alleine kommt man da nur schwierig zu Rande. Und ich habe tatsächlich auch einfach vergessen in dem Video, dass ich ja einen Trank dabei hatte. Zwischendurch wird es für mich ziemlich haarig, weil ich nämlich runter auf ein Herz bin. Ja. Für alle, die Hyrule Warriors noch nicht gespielt haben, in dem Moment, wo einer von beiden stirbt, ist einfach Pillow. Richtig. Dann startet ihr an einem Save Point einfach wieder und die Blöße, die geben wir uns, die haben wir uns bisher gar nicht gegeben. Nö, werden wir auch nicht, weil wir sind halt Profis. Ja, doch. Was werden wir tun? Ich erinnere dich, wir haben ja schon ein bisschen aufgezeichnet, ich erinnere dich an die Hühner. Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Ihr werdet es sehen in der Gameplay-Reihe Hyrule Warriors. Aber wie gesagt, dieses Mal Folge 4, da könnt ihr auf jeden Fall auch reingucken. Und jetzt gucken wir mal, was diese Woche passiert ist. Denn es sind ja gigantische Dinge am Anrollen auf uns und eure Portemonnaies vor allem. Ich hau jetzt einfach mal in die Kerbe. Diese Woche bestimmten drei kleine Zahlen, die Schnäppchenseiten des Internets. Internetzes. Oho. Internetzes? Ja. Interwebs. 3, 4, 9. Das waren die Zahlen. Und dazwischen steht ein Wort und das heißt für. 3 für 49. Das war eine Aktion, die Saturn ins Leben gerufen hat mit dem Technik. Drei Spiele zum Preis von 49 Euro. Waren das denn gute Spiele? Ja, man muss jetzt natürlich Wissenschaftler irgendeiner Art sein, um zu verstehen, dass das nicht die Triple-A sind, aber es sind extrem gute Spiele dabei, das darf man nicht vergessen. Und ich gucke gerade, ob ich den Prospekt hier gerade mal öffnen kann. Warum öffnet er sich nicht? Was soll denn das? Weil ich habe ja gar nichts davon mitbekommen, muss ich gestehen. Ich Echt habe, nicht? nee, ich habe jetzt die Tage etwas mitbekommen von, boah, kann sein, dass es doch von Saturn war, aber jetzt erst wirklich unmittelbar gefühlt vor ein paar Stunden. Also ich habe jetzt nichts Großes mitbekommen, von wegen im Internet überall rumgegangen, 3 für 49, gar nichts mehr. Das höre ich jetzt zum ersten Nein. Mal. Nein. Weil, also das Interessante ist, dass Saturn halt diese Aktion losgetreten hat, aber Amazon hat natürlich direkt reagiert und es gibt auch eine 3 für 49 Aktion bei Amazon. Und da sind dann so Spiele bei, also das sind natürlich keine super, hyper, hyper aktuellen Sachen, ne? Das darf man nicht vergessen. Also das wäre natürlich ein bisschen vermessen, jetzt zu erwarten, oh, ich will aber jetzt weiß ich nicht. Irgendwas, das diesen Monat rausgekommen ist, das passiert natürlich nicht. Da muss man auch wirklich nicht mega hyperintelligent für sein, um zu verstehen, dass das nicht funktioniert, weil das einfach nicht funktioniert. Aber, also bei Amazon zum Beispiel sind da so Sachen bei wie Knack, Dishonored, die Game of the Year Edition, Need for Speed Most Wanted, Batman Arkham Origins, Black Ops 2, Need for Speed Rivals, solche Sachen, damit man das so ungefähr einordnen kann. Aber trotzdem 3 für 49, es geht. Das klingt nicht schlecht, vor allem so Spiele wie Dishonored, die kann man halt immer mal wieder spielen. Ich meine, das war nicht schlecht, das hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also dann ist ja noch recht viel Schrott dabei. Ja, immer so. Hardware-Zubehör-Schrott. Da muss man sagen, ist dann tatsächlich die Saturn-Aktion schon irgendwie ein bisschen geiler. So. Ja, auf jeden Fall 3 für 49. Jetzt habe ich es aber gleich mal geöffnet hier. Aber was ist denn hier los? Gültig bis 25.10., also noch ein paar Tage. Dabei sind Assassin's Creed Black Flag, Batman Arkham Origins, Battlefield 4, Borderlands 2, Game of the Year Edition, Call of Duty Ghosts, Civilization 5, die Complete Edition, Company of Heroes, die Commander Edition, Diablo 3, Dark Souls 2. Tatsächlich sogar Reaper of Souls. Auch hier ist Dishonored dabei. Enemy Front, Need for Speed Rivals ist ebenfalls hier. GTA 4, was ist das? Episodes of Liberty City. Far Cry The Wild Expedition. Das ist so eine Viererbox. SimCity, Sacred 3, Trials Fusion, Titanfall. Witzig. Geil. The Elder Scrolls 5. Nee, Entschuldigung, es ist The Elder Scrolls Online. XCOM, Wolfenstein, The New Order, also es sind schon ganz geile Sachen bei uns, sogar Skyrim, doch da ist Skyrim auch, Da sind okay. ja richtig gute Spiele bei. Ja. Da bin ich ja schon fast gewillt, jetzt gefühlt gleich bei Saturn einzubrechen. Ja, und ich weiß auch, was dich jetzt gleich völlig aus dem Häuschen bringen wird. Und zwar? ADAC, die Simulation. Ich muss los. Ich glaube, wir können den Podcast nicht weiterführen. Ich glaube, ich muss jetzt los. Ich muss, ich halte das nicht mehr aus. Ich muss hier raus. Aber ich finde es krass, dass du davon gar nichts mitbekommen hast. Nein, gar nichts. Irgendwie, ich habe jetzt gerade mal meinen Twitter-Feed durchgeguckt. Es ist heute aufgetaucht. Also, beziehungsweise es ist auch nicht mal von meinen Abonnenten. Das ist einfach nur die Technikwerbung, die da zwischendurch immer mal wieder auftaucht in der Twitter-App. Und da steht jetzt gerade von vor 4 Stunden.
Ich habe euch ja gesagt, ich sage Bescheid. Service Tweet, 3 Games für 49. Ja, Ja. guck. Das ist eigentlich ein Schnäppchen. Dann müsste ich Das ist jetzt. ein Schnäppchen, ja. Ja, das Problem ist, es ist trotzdem noch teuer. Also teuer im Sinne von, man muss Geld ausgeben. Ja. Ja, Ja. dazu passt noch eine andere News. Also für den Fall, dass ihr das echt nicht mitbekommen habt, wir werden das einfach mal verlinken. Wie gesagt, bis zum 25.10. gibt es das noch. Sowohl auf Amazon als auch bei Saturn. Wir werden beides einfach mal verlinken, damit ihr nichts verpassen könnt. Dann müsst ihr sogar nicht mal für in den Laden rennen. Das könnt ihr auch online machen. Yeah. Und dazu passt ein bisschen, dass jetzt in naher Zukunft ist ein bisschen Beef am, ich sag mal, Konsolenhimmel gibt. Oh Denn ja. Microsoft und Sony, die packen gerade ziemlich opulente Pakete zusammen, die auf jeden Fall den einen oder anderen, der sich immer noch nicht entschieden hat, was er sich jetzt kaufen soll, vielleicht überzeugen kann, sich für PS4 oder für Xbox One zu entscheiden. Du weißt, wovon ich rede? Ja, ich glaube, es hat mit Assassin's Creed zu tun. Jawohl! Sony hat das GTA 5 Bundle die Tage, also die Hosen runtergelassen, dass es ein GTA 5 Bundle geben wird mit der PlayStation 4. Es soll sogar zwei geben. Zwei? Ja, eine mit der schwarzen oder eine mit der weißen. Ja, ich verstehe. Ja, damit versucht man natürlich ganz klar, das Weihnachtsbattle zu seinen Gunsten zu entscheiden. Das ist ja nun auch nur logisch. Es ist ja auch das zweite Weihnachtsfest im Grunde. Oder ist es das zweite Weihnachtsfest? Ja, ne? Das zweite, ja, Das gefühlt ja. zweite Weihnachten, ja. Ja, also alle Leute, die sich bisher nicht entschieden haben, sollen jetzt noch mit aller Macht gezwungen werden. Wie gesagt, Sony hat das GTA 2, GTA 5 Bundles im Gepäck und der Microsoft-Weihnachtsmann, der geht Hand in Hand mit dem Ubisoft-Weihnachtsmann ins Wunderland und hat ein Assassin's Creed-Doppelpaket dabei. Ah, das klingt theoretisch voll gut, aber es ist Xbox One. Ja, du kriegst quasi für 399 kriegst du eine Xbox One. Mit Assassin's Creed Unity und Assassin's Creed 4. Unity und 4. Mhm. Für 3,49. 99, Entschuldigung, 399. Also im Grunde Ja. ist es ja. Außerdem, und jetzt kommt, Ja, jetzt bin ich hier gespannt. steht, als zusätzlicher Anreiz fungiert der frühe Veröffentlichungstermin. Schließlich erscheint Assassin's Creed hierzulande erst am 13. November. Aber das Paket ist schon 11 Tage vorher da. Nee, gar nicht wahr. Gott, ich kann nicht denken. Neun Tage. Also über eine Woche früher. Das ist natürlich saugeil. Dann hast du das Spiel früher, du hast eine Konsole. Jo. Aber doch. Ich hätte jetzt kurz überlegt, ob dann überhaupt die Server online wären. Ja, Weil, du kannst es runterladen, aber spielen kannst du es erst ab Street Day. ja, ist ja langweilig dann. Dann bringt Ja, mir eigentlich ja, das. Dann bringt aber. das ja eigentlich nichts, weil das ist ja total unsicher. Du hast das Spiel, aber du hast es halt auch nicht. Das bringt mir nichts. Dann kannst du das ganze Paket auch am Release Day kaufen. Das stimmt. Ich finde das finde ich jetzt echt, das finde ich jetzt echt sinnlos, Das habe ich aber auch Ubisoft/Microsoft. gerade erst gelesen. Hier unten so im Nachklapp steht das. Das ist ja Das geil. ist total bescheuert. Ja, hier haben Sie Ihre Konsole. Spielen Sie einfach mal 9 Tage Assassin's Creed Black Flag und nach 9 Tagen können Sie dann das andere ausspielen und Sie haben einen Vorteil, einfach nur weil Sie angeben können und sagen können, ah, ich hab's schon. Ja, ich hab's schon. Ja, Ja, aber aber. du kannst auf dem Schulhof rumrennen, weißt du, und deinen Kumpels sagen: Ja, was, Unity, habe ich doch schon. Und wie ist es, hast du gespielt? Nee, spielen kann ich es noch nicht. Das reicht vielen ja möglicherweise aus. Also Ja, das darf ist das so nicht. wie, weißt du, was haben die Leute alle in ihrer Steam-Library? Ja, genau, diese ganzen Preloaded Games. Ja, Ja, du aber hast es einfach. wobei bei Steam gibt es ja mittlerweile auch Early Access. Das muss man denen lassen. Also da ist ja nicht immer nur noch Preloading. Oft entscheiden die sich ja mittlerweile zu Early Access.
Da kannst du dann aber auch meistens dann Beta- oder Alpha-Versionen testen. Das ist dann schlecht. Early Access Loading. Ja, ich finde das auf jeden Fall schwachsinnig dann, dieses Bundle. Ja, total. Also Also, es okay, ist. das Bundle nicht, ist nicht schwachsinnig, aber es ist schwachsinnig, das dann 9 Tage vorher zu verschicken. Ja. Ich meine, das Bundle ist da und natürlich, man weiß, dass im November definitiv das Weihnachtsgeschäft entschieden wird, weil im Dezember selber passiert nicht mehr so viel. Und das sind natürlich auch die Titel, die das ganze Thema vorantreiben. Und wenn man jetzt mal so in den November guckt, was da noch an Exclusives kommt, das ist relativ überschaubar. Ja, richtig. Ne? Also exklusiv ist ja, ich glaube, das war Sunset Overdrive ist ja schon raus, ne? Oder? Ja, Dann das ist war im es das doch. Oktober. Dann war, ach ja, dann war es das ja mit den Exclusives, glaube Ne, ich. also ich meine, Microsoft hat jetzt drei Exclusives im Oktober verbraten, ne? Forza Horizon, Project Spark und Sunset Overdrive. Sony, möge mir bitte kurz auf die Sprünge helfen und vor allem Drive Club. Kommt Little Big Planet dieses Jahr noch raus? Nein, Ja, oder? dann was? Also Drive Club ist ja da. Ist es wirklich rausgekommen? Hatten die nicht unglaubliche Probleme beim Launch? Irgendwie wegen dieser kostenlosen PS Plus Version? Ich meine, ich habe da was gelesen. Ach du. Nein, nein, es ist draußen. Ach stimmt, es ist draußen. Und dann, wann kommt jetzt Little Big Planet? Wir sind Das weiß keiner. Spieleredakteure heutzutage, haben keine Ahnung, wir sind so schlecht. Nein, 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 es liegt einfach daran, dass wir total overloaded sind. Achso, das ergibt Sinn. Ja, es erscheint sogar noch am 26. November. Was? Little Big Planet 3. Ach, guck mal. Das ja, dann ist ja dann noch sogar ein Exclusive. Und ich meine, die Wii U hat auch noch ein Exclusive, der im November kommt. Oder? Nee. Im Dezember. Dezember da hast du die Exclusive Overload wieder. Das ist Super Smash Bros. Das reicht ja, nein. Das ist Dir Overload. reicht das ja, aber dem einen oder anderen reicht das Nee, nicht. mir reicht das nicht. Ich habe ja noch nicht mal eine Wii U. Ich begnüge mich aktuell mit dem 3DS-Version. Jetzt haben wir aber gerade schon zwei Spiele genannt, die vielleicht daran schuld sind, dass ein anderes Spiel dieses Jahr gar nicht mehr kommt. Aber ich muss aber gerade noch mal ganz kurz überlegen, ob da nicht sogar noch ein dritter Schuldiger gefunden werden kann. Wie hieß das noch? The Crew? Wann kam das? Wann kam das? The Im Crew? Dezember. Also, The Crew kommt im Dezember. Drive Club ist jetzt erschienen. Forza Horizon ist Anfang des Monats erschienen. Das sind drei Rennspiele, die im Spektrum realistische Arcade bis realistische Titel, also bis Rennsimulation sich bewegen. Ja, Boah. kann man So. so sagen. So, jetzt wäre dann quasi ein anderes Spiel, das wir eigentlich jetzt im November gesehen hätten, wäre ja genau da reingefallen. Oh ja. In dieses Spektrum. Richtig. Und das Spiel heißt Project Cars. Yes. Und was ist damit passiert? Wir haben es verschoben. Aber nicht mal knapp, ne? Also nicht mal Nein. eine Woche oder zwei. Stattdessen haben sie es einfach angepasst. Und zwar war es ja so, dass die Wii U-Version von Anfang an erst im März 2015 erscheint. 17. oder so. Ja. Und jetzt haben die Entwickler gesagt, ja, Leute, wir brauchen halt noch ein bisschen Zeit. Das Spiel soll unglaublich gut aussehen. Es sieht unglaublich gut aus. Ich habe es auf der Gamescom gesehen. Und deswegen haben sie sich überlegt, okay, wir verschieben das jetzt alles mal ein bisschen nach hinten. Und jetzt kommen alle Versionen am ursprünglichen Wii U Release raus. Also sprich, alles kommt jetzt am 17. März 2015 raus. Ja. Der Gedankengang ist geil. Muss ich an der Stelle mal sagen, weil jetzt werden sie natürlich definitiv nicht Rennspiel des Jahres 2014, aber wenn man sich mal die Konkurrenz im Jahr 2015 anguckt, da ist nicht viel. Da ist kein Drive Club, da ist kein The Crew, da ist kein neues Forza und da ist auch kein Gran Turismo bisher am Horizont. Das heißt, nächstes Jahr kann Project Cars alle Preise abräumen. Aber die Tage noch was zu Gran Turismo gelesen. Ah.
Switch Gran Turismo, das wäre das dann 7, ne? Ja. Schauen wir mal. Erscheint zeitgleich mit Eiko. Wahrscheinlich, nee, nicht okay. Eiko, nein. Du meinst The Last Guardian. In The Last Guardian, ja genau, Das Entschuldigung. befindet sich immer noch in Entwicklung, ne? Ja, Nein, ja. ich hab's gefunden. Also es soll einfach nur so sein, dass Gran Turismo 7 wohl die PlayStation 4 so krass ausreizen soll, dass es das wohl alles sprengen wird, was jemals da gewesen sein wird. Dass sie jetzt wohl endlich das machen können, was sie immer machen wollten oder so ähnlich. Das heißt, dass die Entwicklung noch weitere 12 Jahre braucht. Mindestens. Nee, aber du hast recht, also dann käme nächstes Jahr vielleicht maximal ein Need for Speed. Ja, also kein ernstzunehmendes Rennspiel. Wohl wahr. Dann kommen dann, wobei dann werden da wieder irgendwo aus irgendeiner Nische Rennspiele aus hervortreten, weil es kann kein Jahr geben, wo nur eine oder zwei Rennspiele-Simulationen kommen. Das gibt's nicht. Das gab's Nee, nicht. das stimmt. Da werden dann. Aber ja, also ich weiß nicht. Ich meine, was hältst du denn von der Idee, jetzt plötzlich alle Versionen wieder zeitgleich zu bringen? Finde ich eigentlich gut. Also sagen wir es so, dass die Wii U-Version später kommt, das hat der wer war er? Community-Mensch von dem Entwicklerstudio. Oh Gott, das ist so Ja. peinlich. Ich habe mit ihm auf der Gamescom gesprochen und ich habe gefragt, für Daniel sogar, was mit der Wii U-Version ist und warum sie später kommt. Und er meinte halt, dass es einfach die Hardware wäre, weil die so anspruchsvoll ist und so anders als die ganzen anderen Hardware. Und ich finde es eigentlich jetzt ganz gut, weil so können die normalen Versionen in Anführungszeichen auch noch weiter aufpoliert werden und so wird alles auf einem Stand released, keiner ist bevorzugt, weil, keine Ahnung, vielleicht schrauben sie an der Wii U-Version ja unglaublich viel mehr dann rum, im Endeffekt. Ich weiß nicht, nachher ist die Entwicklung jetzt mal rein theoretisch im Januar abgeschlossen und die letzten 3 Monate machen sie dann Feintuning, was jetzt die Versionen vielleicht gar nicht so krass hatten. Also, es kann eigentlich nur Vorteile haben. Und im schlimmsten Fall liegen die Versionen halt 2 Monate rum und keiner kriegt es mit, weil es wird nie, würde ja nicht gesagt werden, ey, wir lassen die Version jetzt einfach ein bisschen rumliegen. Nö. Deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass es nur für Rennspielfreunde wie dich von Vorteil sein könnte, wenn das alles weiter nach hinten gepusht wird. Und es hat halt auch, wie du sagst, mit den Verkäufen höchstwahrscheinlich zu tun, dass sie jetzt einfach das Ganze so ein bisschen herausstellen wollen, weil im Frühjahr kommt ja grundsätzlich eigentlich nie ein Rennspiel raus. Ich kann mich jetzt spontan, ich weiß, ich bin jetzt kein Release-Datum-Experte, aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass die meisten Rennspiele gegen Sommer und Herbst rauskommen. Naja, also zumindest in einem der starken Release-Zeiträume, weil sie im Grunde, also das ist ja halt so das Chorigste, was man, also das Chorigste, Choriger am Chorsten, weißt du, was ich sagen will, ne? Also, Absolut. wer zu Weihnachten keinen Shooter rausbringt, der hat ein Loch im Kopf. Wer zu Weihnachten kein Sport, kein Major Sports Game rausbringt, der hat ein Loch im Kopf. Und wer kein Rennspiel zur Weihnachtszeit rausbringt, der ist auch nicht ganz knusper im Kopf. Also im Grunde ist das eigentlich der prädestinierte Zeitpunkt, weil da eben auch die Kaufentscheidungen hatten wir gerade eben schon. Wer jetzt noch keine Wii U hat, wer jetzt noch keine PS4 hat oder eine Xbox One, der entscheidet sich sehr wahrscheinlich im Weihnachtszeitraum, eben weil, also unabhängig davon, wie alt man ist, ob man jetzt noch im Alter ist, dass man bei seinen Eltern wohnt und sich so ein Ding wünscht, ob man es dann bekommt oder nicht, das weiß ich ja nicht. Ich kenne ja eure Familie nicht, die ihr gerade zuhört, wie gut da das Einkommen ist. Oder vielleicht kauft der Papa die Konsole und der Papa sagt mir mal, was für coole Spiele es gibt. Also es entscheiden ja die Spiele, welche Konsole ins Haus kommt. Und deswegen ist ja das Weihnachtsgeschäft so ein hart umkämpftes Terrain einfach, weil da wird so viel Geld umgesetzt mit Unterhaltungselektronik, weswegen ja so vor 2, 3 Jahren dieser Trend eingesetzt hat, dass Triple-As, die vielleicht so ein bisschen unten, wo die Gefahr besteht, dass sie ein bisschen untergehen könnten, aus dem Weihnachtszeitraum rausflutschen. Meistens auch genau in dieser Phase, so im September, Oktober, flutschen ganz plötzlich Spiele aus dem Release-Zeitraum raus und werden ins nächste Frühjahr verschoben, weil die Leute dann
wieder genug Geld haben und das, was sie zu Weihnachten sich besorgt haben oder geschenkt bekommen haben, dann abgearbeitet haben, dass sie jetzt wieder bereit sind und offen sind für neue Dinge. Das heißt, im Dezember kommt eigentlich traditionell nicht mehr viel. Der Januar ist dann meistens so ein Monat, da wird ein Hype aufgebaut für das, Richtig. was im Februar und im März passiert. Und das, was im Februar und März passiert, das ist eigentlich im Grunde so, dass ich weiß nicht, ob es da mittlerweile einen Namen für gibt, aber ich nenne es jetzt einfach mal Second Christmas. Ja, kann man so nennen. Passt schon. Weil achtet mal drauf, Ende März, was Ende März in die Läden kommt, das ist der Hammer. Und das hat nicht nur den Hintergedanken, dass die Leute dann wieder das Geld haben, sondern für viele Firmen, die amerikanisch geführt sind, endet das Finanzjahr, also deren Jahr 2014, endet nicht mit dem 31. Dezember, sondern mit dem 31. März. Ah, Fiskaljahr. Genau, das Fiskaljahr. Und deswegen wollen die zum Ende des Jahres nochmal so viel Kohle wie möglich scheffeln. Hat natürlich auch steuerliche Gründe, das würde jetzt aber zu weit führen. Aber auf jeden Fall, ich als Wii U-Besitzer, oder als, ich habe ja alle drei Konsolen hier, aber ich als Wii U-Fanboy, würde ich mich jetzt einfach mal bezeichnen, wenn ich irgendeine Konsole hervorstechen lassen wollen würde, wäre es die. Deswegen war ich so happy, als Project Cars für die Wii U angekündigt wurde, weil es gibt einfach keine Racing-Simulation auf der Wii U und auch sonst kein ernstzunehmendes Rennspiel, besides Mario Kart 8. Aber da ist ja auch die Frage, wie sehr man das als Rennspiel empfindet. Naja. Ne? So. Ja, Und deswegen war ich so richtig. happy, dass es kommt. Und wenn die jetzt alle zusammenkommen, das kann dem ganzen Thema nur dienlich sein, weil ich prognostiziere jetzt schon, dass wir im November ein Spiel richtig floppen sehen werden. Und das ist auf der Wii U Watch Dogs. Ja, ich befürchte auch. Also ich habe jetzt gelesen, zwar vorhin noch, dass auch nee, das ist nicht positiv, das ist negativ. Ich habe vorhin sogar gelesen, so muss ich das formulieren, dass diese Companion-App, die es ja gab, du erinnerst dich? Wo waren das? Die Companion-App war, glaube ich, war die. Nee, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Das ist das Problem. Es kann. Die Companion-App wird die Wii U unterstützen, aber sie wird wohl nicht auf dem Tablet sein. Nee. Warte. Ja. Das ist, das stimmt, das Update habe ich heute auch bekommen auf meinem Tablet. Das ist halt einfach, dass die App, das ist aber auch so ein eigenständiges Spiel. Also das ist so ganz verrückt mit dieser Companion-App. Das ist kein Second Screen Companion-App, die dir zusätzliche Infos und so weiter gibt, sondern du musst das eher so sehen. Das ist ein eigenständiges Minispiel, das mit dem Hauptspiel auf der Konsole verbunden werden kann. Du trittst gegen Konsolenspieler an, sozusagen. Und diese Companion-App wurde jetzt halt für die Wii U-Version gepatcht. Also sprich, ich könnte jetzt mich ab dem 17. 18. November hinsetzen mit meinem Tablet und gegen dich spielen. Das soll möglich sein. Das ist positiv. Und Off-TV-Play auf dem Gamepad der Wii U wird auch unterstützt, haben sie jetzt angekündigt. Also es scheint noch nicht ganz so schlecht zu sein. Aber wahrscheinlich wird Wii U Watch Dogs untergehen. Davon gehe ich auch leider aus, weil die Monate Es sind ist ja jetzt schon echt viel Zeit ins Land gegangen. 27. Mai. Boah, okay. So viel hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Ich hätte ich jetzt hab. irgendwie August oder so geschätzt oder Juli vielleicht noch, aber alter Lachs. Ja, okay, das. Aber da wird sich dann wieder zeigen, dass sich so eine Release-Politik einfach rächen muss. Es kann nicht gut gehen. Richtig. Es wird auch nicht gut gehen. Generell habe ich aber auch das Gefühl, dass 2014 das Verschieberjahr schlechthin ist, um es mal so auszudrücken. Irgendwie ist gefühlt jeder zweite Titel auf das Jahr 2015 verschoben worden. Es fühlt sich zumindest so an, Ja, ne? richtig. Es wurden so viele coole Titel angekündigt, auch zur E3 und letztes Jahr schon, und kaum einer davon kommt jetzt dieses Jahr. Ich meine, prominentestes Beispiel The Division. Kommt nicht. Kommt nächstes Jahr. Oder Project Cars jetzt. Batman. Batman kommt sogar kommt erst im Juni 2015 raus. Überleg dir das mal. Juni. Die haben das von Oktober, glaube ich. Das sollte, glaube ich, dieses Jahr irgendwann im Oktober erscheinen. Und das haben sie jetzt auf Juni gepusht. An 1. der Stelle Juni. ein kleiner Hinweis zu unserem Interview zu Batman Arkham Knight auf YouTube. Verrückt, oder? Wow. Tja. Es ist
Unfassbar. Tja, ein Teasing aus einem Podcast heraus. Wir sind echte. Ja, es fühlt sich ein bisschen an wie das Verschiebe. Ja, das stimmt. Richtig, aber jetzt ist natürlich der Umkehrschluss davon, dass 2015 ja unglaublich gut werden muss, vor allem weil sich die Entwickler jetzt so langsam auf die Current-Gen-Konsolen eingestellt haben sollten. Ja, also langsam wird es Zeit. Also, ich finde, es setzt sich auch immer mehr durch, dass wir auch innerhalb der Redaktion Current Gen mittlerweile sagen und nicht Next Gen, weil es ist definitiv einfach jetzt schon nicht mehr Next Gen. Und ich finde das auch immer wieder lustig, dass dann, man könnte im Grunde jede Woche eine News schreiben, angeblich arbeitet Sony schon an der Nachfolgekonsole. Natürlich arbeiten die schon an der Nachfolgekonsole. Das machen alle. Das machen alle und zwar genau in dem Moment, wo das Produkt, die aktuelle Konsole im Laden erhältlich ist. Ja, Ab das dem ist Moment normal. werden die Hardware-Genies umgepolt. Jetzt bitte na Next-Gen-Technologie Ausschau halten und dran arbeiten. Und dann baut ihr einfach mal die nächste Konsole. Natürlich. Oder meint ihr, die bauen die, die schicken die Leute dann erstmal 2 Jahre in Urlaub. Oh, Herr Müller, haben Sie wieder gute Arbeit geleistet? Ja, haben Sie sich verdient. Machen Sie mal 2 Jahre Urlaub. Wir melden uns dann, wenn Sie die PlayStation 5 anfangen können. Es wird nicht lange dauern, wir wissen es doch. Nee, so zwei Jahre Sie müssen ja davor auch fangen nicht, wir an. müssen auch nicht viel Neues erfinden. Also wir möchten ein bisschen bessere Grafik dann haben und ein bisschen schneller und eine neuere Technik brauchen wir nicht. Also machen Sie sich einen schönen Urlaub erstmal. Wir sehen uns in 2 Jährchen. Und Grüßen Knöpfe Sie. brauchen wir. Wir brauchen wieder Knöpfe. Und einen Share-Button. Neuen Share-Button, größeren Share-Button, mehr Share-Button, eigentlich nur noch Share-Button. Dieses Social Media, das soll ja was ganz Tolles Neues sein. Bitte Da, einbinden. genau. Mehr. Wir möchten, dass unsere Konsolen nur noch gestreamt werden. Und Twitch. Und Social Media. Viel davon. Oh Gott, wenn ich mir Ja. vorstelle, dass es wirklich so wird. Ja, also, wie kamen wir denn jetzt dahin? Egal, aber wo wir bei neuen Konsolen sind, kannst du eine Überleitung machen. Wohin? Zu einer neuen Konsole, die erschienen ist. Die du Ah! angekündigt hast in unserer im Intro. Ja, das ist richtig. The New 3DS, ein für die einen ein großer Zankapfel, für die anderen die Rettung in Sachen Handheld-Technologie. Denn wir alle wissen, die PlayStation Vita hat ein Softwareproblem und der 3DS hatte ein Hardwareproblem. Ja, kann man so stehen lassen, das stimmt. Ne? Also der 3DS XL schön und gut. Der ursprüngliche 3DS hat definitiv ein Akkuproblem und auch ein Größenproblem und ein Handlichkeitsproblem. Und Und es ein war. Slider-Pad-Problem seit dem Release von Smash Bros. Ja, das stimmt. Ja, generell, also das ist ja auch kein neues Gerät und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich meine, blicken wir zurück zum DS. Ja? Den DS gab es zuerst in mega gurkenhässlich, in Silber klobig. Das Ding war nicht schön. Ja? Dann kam der DS Lite. Das war die leichtere Variante, die schönere. Das war ein richtig geiler Handheld. Dann kam der DSi, I. genau. Da kam der DSi schon. Ha, das war schon die zweite Wiedergeburt des DS. Und jetzt regen sich alle Leute auf, warum denn jetzt ein New 3DS? Wo ist denn denn der Vorteil? Der Vorteil ist, das Ding ist natürlich keine neue Konsole, keine ganz neue Konsole im Sinne von ein Schritt wie vom DS zum 3DS. Sondern es ist einfach eine Verbesserung der jetzigen Version. Und das ist genau das, was mit dem DS Lite passierte und mit dem DSi. Wir haben also jetzt nur noch einen Generationssprung, wenn man so Aber will. war es nicht damals auch schon beim DSi so, dass alle so rumgemeckert haben, dass das irgendwie mit war das nicht die Konsole, wo die ersten Spiele schon nicht mehr funktioniert hatten vom DS auf dem DSi? Aber umgekehrt, dass DSi-Spiele nicht vom DS funktioniert hatten, irgendwie war das doch sowas. Nein, 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 das stimmt nicht. Okay. Das stimmt nicht, aber du hast recht, es gab keine Abwärtskompatibilität beim DSi mehr Ach so zum rum, ja, genau. GBA. Genau, so war das. Es ist einfach irgendwie bei Nintendo seit dem Aufkommen der Wii, um es mal so auszudrücken, oder seit dem Aufkommen des DS, ist es irgendwie so,
dass die keine großen Generationssprünge mehr machen. Die updaten einfach nur noch und nehmen dann nach und nach die alten Features weg, um es mal so auszudrücken. Weil, wie du gerade sagtest, der DSi war dann der erste, der nicht mehr abwärtskompatibel war. So, dann kam der, gab's schon einen großen DSi, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Der DSi XL ist das. Genau, dann kam der erste DSi XL. Dann wurde es größer. Dann kam jetzt zum 3DS, dann kam der große 3DS. Jetzt kommt der 3DS, der New 3DS. Der New 3DS erlaubt dann wieder nicht das Spielen von New 3DS-Spielen auf dem normalen 3DS. Die machen keine großen, heftigen Cuts mehr, sondern immer nur kleine. Das ist ja auch so, wie viele gesagt haben, als die Wii U angekündigt wurde, das ist ja nur ein Update von der Wii. Ja, aber das stimmt ja so nicht. Ja, das stimmt also, auch so ja, nicht. Genau, also es ist ja kein wirkliches... Das ist natürlich ärgerlich für also ich denke jetzt mal vor allem an die Hauptzielgruppe, Kinder. Ne? Also für eine Familie, die, keine Ahnung was, die Durchschnittsfamilie, nehmen wir jetzt die Durchschnittsfamilie, die Müllers. Die Müllers haben einen Sohn, der ist 11 und eine Tochter, die ist 9. Ja. Beide wollen, wie wahrscheinlich die meisten in ihrer Klasse, wollen sie ganz gerne zwischendurch ein bisschen Nintendo spielen. Richtig. Ich kenne das, wir haben dann ein befreundetes Pärchen, die haben zwei Kinder, die sind in einem ähnlichen Alter und die haben ein DS. So. Mhm. Der ist schon für eine Durchschnittsfamilie, ist es immer schwierig schon überhaupt mit der Zeit zu gehen. Dass beide Kinder dann ein 3DS haben, grenzt fast schon an Luxus. Ne? Ja, will ich auf jeden Fall so sagen. Also bei uns habe nur ich den 3DS. Meine Schwester hat keinen. Und dann ist dieses Kind jetzt tödlich getroffen, weil das neueste Spiel, wir wissen ja nicht, welches Spiel dann noch kommt, die dann New 3DS only sind, aber weil es dieses neueste Spiel dann schon nicht mehr auf seinem, in Anführungszeichen, alten 3DS spielen kann, das ist natürlich ärgerlich für die Familie. Weil die gezwungen ist, dann wieder nachzuziehen. Oder man zwingt, bringt Leute in die Not, nachziehen zu müssen, quasi. Für ja, die, Spiel XY. Ja, die haben ja da schon ein Spiel rausgebracht in Japan. Und gerade ein das ist genau einer dieser Titel, der die Verkäufe in Japan unglaublich angekurbelt hat, gerade weil es ein in Japan geliebtes Spiel ist, und zwar Monster Hunter. Das neue Monster Hunter 4G ist ein... Ist nicht Ultimate? Nee, das, die haben jetzt ein neues rausgebracht. Das ist ohne alles einfach nur von Monster Hunter 4G. Und das ist New 3DS. Das erste New 3DS-Spiel. Und das, wir wissen, wie gerade schon gesagt, dass in Japan Monster Hunter unglaublich beliebt ist. Meine Güte, ist Monster Hunter beliebt. Dieses Spiel hat die Verkäufer auch unglaublich angekurbelt und das Spiel ist auch auf Platz 1 der Software-Verkaufscharts in Japan aktuell. Ja. Wir können ja mal ganz kurz die Zahlen nennen. Ja. Wir haben hier die Hardware-Charts der Vorwoche, also jetzt von jetzt betrachtet die Vorwoche, also die Woche, die ging bis vom 6. bis 12. Ja. Oktober. In dieser einen Woche wurden 164.756 3DS, New 3DS XL verkauft. Oder da heißt er, glaube ich, LL, ne? Ja, in Japan heißt der XL LL. Ja, und dann auf Platz 2, also das ist eine unfassbare Zahl, 164.000, das ist gigantomanisch für eine einfach nur für ein Upgrade einer Konsole. Ja, eben. Dann haben wir den New 3DS ohne XL, 70.000. Dann kommt der normale 3DS XL mit 20.000 rund. Und dann erst kommt eine PlayStation-Konsole, nämlich die PlayStation 4 mit knapp 12.000. Und die Vita kommt auf 8.500. Also das ist, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Also das sind Welten. Ja, Xbox One ist bei 809. Ja, ist geil, ne? Aber interessant ist, dass selbst die Xbox 360 noch 97 Stück verkauft hat. Ja. Naja. Und auf der Seite der Software habe ich ja gerade schon gesagt, dass Monster Hunter einfach anführt, die Tabelle, mit 1.446.289 verkauften Einheiten. Wahnsinn, oder? Ja, da merkt man, das sind im Prinzip alles diese 3DS Käufer und noch mehr. Ja, genau. Und
Monster Hunter ist die eierlegende Wollmilchsau und die Lizenz zum Gelddrucken. In Japan auf jeden Fall. Also Ja. ja, es kommt auch im Westen an, aber in Japan ist natürlich das Spiel schlechthin. Platz 2 belegt das Super Smash Bros. Spiel für den 3DS mit 76.000 verkauften Einheiten. Dann kommt der Pokémon Killer Yokai Watch 2 mit 57.000, einhalb. Und dann kommen zwei Heimkonsolentitel. Kingdom Hearts 2,5 Remix, das im Dezember nach Deutschland kommt, mit 21.000. Und überraschenderweise FIFA 15 für die PlayStation 4 mit 16.719 Einheiten. Was? Ja, FIFA 15 ist auf Platz 5. Der japanischen Software-Charts. Für die PS4 auch noch. Ja, aber Moment mal, das kann ja, das muss ja, warte mal. Das ist schon verrückt, ich weiß. Aber es ist so. Wohl. Krass. Ich weiß Ich auch hätte nicht, jetzt wie. gedacht, dass also das Pro Evolution Soccer ist ja eigentlich Japan die Ultra-Dominanz. Aber jetzt ist Pro Evolution Soccer auch schon ein paar Tage draußen im Land des Lächelns. Also, nee, Land des Lächelns ist nicht Japan, ne? Nee. Nein, Land der aufgehenden Sonne. Ja, Land der aufgehenden Sonne. Deswegen, das, ne, also für den, das ist, glaube ich, der schwächste Start, den FIFA irgendwo auf dem Kontinent hinlegen kann, den macht es in Japan, weil da ist Pro Evolution Soccer einfach überirdisch viel häufiger verkauft. Aber halt nicht direkt zeitliche Konkurrenz. Ja, tö. So sieht es in Japan aus. Von Deutschland weiß man immer noch nichts, ne? New Nintendo 3DS 2015. Ja, wohin jetzt dann? Aber was wir auch schon gesagt haben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, das Interessante an dieser Tabelle ist halt, dass die XL-Version so viele verkauft hat, obwohl diese Stimmt. XL-Version ja nicht diese austauschbaren Coverplatten hat. Also der neue Nintendo 3DS, für alle, die es nicht wissen, kommt mit austauschbaren Coverplates. Also sprich, ihr könnt euren 3DS nicht, ihr kauft ihn nicht mehr in Blau und er ist für immer blau, sondern ihr habt die Möglichkeit, den oben und unten auszutauschen und dann Luigi-Covers und Bunte und Blümchen und was auch immer zu haben. Aber es geht nur bei dem normalen. Bei dem XL gibt es das nicht. Und der XL hat sich trotzdem mehr verkauft, was ziemlich interessant ist. Eigentlich, weil die Farben waren jetzt beim Launch, glaube ich, gar nicht mal so spannend. Nö, das stimmt. Ja, die Frage ist wirklich, wirklich berechtigt. Warum? Weil gerade, also es geht ja wirklich, in keinem Markt gibt es so viele Varianten und so viele Special Editions von Nintendo Handhelds wie in Japan. Das ist ja, also da kommt ja gefühlt jede Woche, eine neue Variante raus. Richtig. Animal Crossing-Motive, Mario-Motive und weiß der Geier was für Motive, Zelda-Motive und mit Sicherheit auch Harvest Moon und was es nicht alles gibt. Da gibt es ja echt alles. Deswegen ist Also, es wirklich verwirrend. es muss dazu gesagt werden, dass aber auch natürlich, wo du gerade bei dem Special Bundles bist, mit diesem speziell gefärbten 3DS, dass auch ein solches Bundle gab, mit dem 3DS XL, dem neuen und Monster Hunter 4G. Also es könnte natürlich, da werden die Verkäufe natürlich mit einberechnet. Also es könnte natürlich sein, dass das der Grund ist, warum die so stark verkauft wurden, dass die Leute einfach alle dieses Bundle kaufen wollten. Ja, okay. Ja, das macht Sinn. Aber trotzdem, es ist unfassbar, unfassbar. Ja. Man kann sein Geld auch für andere Dinge ausgeben. Zum Beispiel kann man jemanden unterstützen, damit er jemanden unterstützt. Richtig. Das ist sehr kryptisch und heißt vielerorts einfach Kickstarter. Richtig. Da rufen Menschen zu Dingen auf, damit Dinge passieren. So kann man es eigentlich ausdrücken. Und meistens gibt man Geld tatsächlich an die Menschen, die dann ein Produkt in Zukunft umsetzen werden. Manchmal gibt es aber auch Projekte, wo einfach nur Projekte mit angeschoben werden sollen. Also quasi die Starthilfe für die Starthilfe, wenn man so will. Ja, nicht so häufig, aber gibt es ja. Ja, genau. Also ab und zu mal. Und es gibt da draußen ein Spiel, das eigentlich so eine Aufmerksamkeit gar nicht wirklich braucht. Also ich stelle mir manchmal die Frage, sitzen da wirklich Leute und haben den Finger auf dem roten Knopf?
Ja, das Und fragt man drücken sich. erst dann drauf, wenn sie der Meinung sind, die haben dann haben die da eine Digitalanzeige mit einer Zahl, so und so viel Artikel im Web pro Woche. Und wenn die Zahl irgendeinen bestimmten Wert erreicht, dann erst drückt er auf den roten Knopf. Ja, ich habe mich das auch schon gefragt. Ich bin auch der Meinung, dass wie viele andere aus dem Internet, dass es möglicherweise so ist, dass dieser Knopf irgendwann einfach spontan gedrückt wird und keiner merkt es, weil es wird keine Kampagne dazu geben und irgendwann taucht es halt einfach auf und keiner merkt es. Und dann irgendwann stolpert plötzlich einer drüber im Shop. Okay, seit wann gibt es das? Die Rede ist von Half-Life Half-Life 3. 3. Ein Spiel, dessen Name durch die Ohren vieler Gamer halt wie, weiß ich nicht, gibt es kein Äquivalent. Wie lange Nein. Zeit Duke Nukem vielleicht. Es muss wirklich niemand irgendwem beweisen, dass es genug Menschen gibt, die dieses Spiel haben wollen, glaube ich. Und trotzdem finden sich Menschen, die den Aufmerksamkeitsdruck noch erhöhen wollen. Oh ja. Erzähle mehr. Also, es gibt, wie ich schon im Intro gesagt habe, eine Gruppe aktuell von Half-Life-Fans. Und die haben es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, einfach die Half-Life-Community so ein bisschen anzuschieben, um ein bisschen mehr Druck zu machen, weil die der Meinung sind, es ist jetzt wirklich langsam an der Zeit, dass Half-Life 3 erscheint. Und das wollen die ganz einfach so machen. Die haben ein Projekt gestartet auf Indiegogo, wie Daniel meinte, das ist sowas wie Kickstarter, und möchten gerne 150.000 US-Dollar haben. So. Wer möchte das nicht? Richtig, ich hätte auch gerne 150.000 US-Dollar. Was sie damit machen wollen, sind sehr interessante Dinge. Und zwar wollen die zum Beispiel für 3.000 US-Dollar eine AdWord-Kampagne bei Google kaufen. Sprich, die kaufen im Prinzip, ja, wie erklärt man eine AdWord-Kampagne? Die kaufen Suchwerbung, Werbung. sie kaufen Werbung, genau, hauptsächlich ist es Werbung. Und damit wollen die im Prinzip alle 300 Angestellten von Valve bewerben. Die wollen, dass die überall auftauchen. Und überall dann We want Half-Life 3 dazu. Ja. Das ist schon mal ein guter Anfang, aber ich meine, so eine AdWord-Kampagne, das geht irgendwann unter. Haben sie sich auch gedacht, deswegen ab 9.000 US-Dollar lassen sie Trucks rumfahren, auf denen Werbung gedruckt ist, mit fetter Schrift We want Half-Life 3. Und die fahren dann durch ganz Amerika und hauptsächlich besonders in Bellevue, Washington, direkt vor Valves Headquarter. Schon da Perfider Plan. Ich richtig. durchschaue die Hinterlist dieser Tücke. Das ist schon hart, aber die Typen sind noch lange nicht fertig, denn ab 45.000 US-Dollar heuern sie Doubles an, die genau aussehen wie Gabe Newell, drücken den Shirts in die Hand, wo drauf steht We want Half-Life 3 und lassen die ins Headquarter reinmarschieren. Aber wie viel? 45.000 US-Dollar. Ja. Und wie Ja, viel haben die jetzt schon eingenommen? aktuell sind sie bei 457 US-Dollar. Aber Naja. wir müssen dazu sagen, das Projekt begann gerade mal am 15. Oktober und geht noch 32 Tage zum aktuellen Stand bis zum 17. November. Ah, okay. Also es ist noch, und es geht ja jetzt gerade erstmal viral. Und sollte wirklich die kompletten 150.000 US-Dollar erreicht werden, dann wollen sie ein Konzert geben, direkt vor dem Hauptquartier oder direkt gegenüber, und wollen dazu alle Valve-Mitarbeiter einladen und ja, wollen dann da eine Party mit den veranstalten, eine große. Als Belohnung kriegen Leute, die da mitmachen, gutes Karma, einen personalisierten Dankesletter, ein Anstecker, T-Shirts, ein personalisiertes AdWord und einen J.J. Lewis Original Song. Wow. Yeah. Yeah. Ich würde jetzt gerne mal Mäuschen spielen im Valve Headquarter und da mal reinschauen, was die dazu sagen, als die Ja. das entdeckt haben.
Haben die sich kaputt gelacht? Haben die geweint vor Freude und vor Rührung? Oder denken die sich, Alter, wir sind doch schon längst dabei? Das ist halt die Frage, was halt wahrscheinlich jeder irgendwie wissen will. Wie reagieren sie da drauf? Kommt da was? Wird da was kommen? Werden die es einfach durchrutschen lassen, um es mal so auszudrücken, und abwarten, ob die Kampagne sich von selbst killt? Es ist oder ja vor. Verklagen die Initiatoren, bis ihnen der Sabber aus den Augen läuft? Ja, das ist ja das Lustige. Valve hat bis jetzt noch niemandem verklagt wegen sowas. Ich meine, ich erinnere mich an zwei Typen, die sich, ich glaube, 3 Tage pausenlos vor das Headquarter von denen gesetzt haben mit Schildern, wir möchten Half-Life 3. Bis irgendwann Gabe Newell persönlich runtergegangen ist und den Leuten gesagt hat, ey, okay, Leute, es bringt nichts mehr. Ich möchte wegen eurer Sicherheit, dass ihr das abbrecht. Also der Valve ist da, glaube ich, sehr kulant, aber die interessante Frage ist, was passiert, wenn diese Kampagne wirklich $150.000 erreicht? Was passiert dann, wenn die wirklich dieses Konzert abhalten? Ich bin gespannt. Also auf jeden Fall, irgendwo als alter Half-Life-Spieler hätte ich natürlich auch gerne, dass es endlich mal kommt, aber diese Kampagne ist natürlich irgendwo auch ein Witz. Ich bin gespannt, definitiv. Also wir müssen abwarten, es geht ja noch einen Monat, und wir behalten das einfach mal im Auge, und spätestens in einem Monat, gegen Mitte November, im Podcast Schlag mich tot, werden wir mehr wissen. Ja, ich bin gespannt. Das wird großes Tennis. Ich freue mich da auch unglaublich drauf. Also auch sobald es die ersten Neuigkeiten aus dem Hause Valve gibt, werden wir euch natürlich das näher bringen. Ja, wir werden auf jeden Fall zwischendurch mal einen kleinen Break machen und euch mal ganz kurz, vielleicht irgendwo auf Facebook oder auf Twitter, einen kleinen Zwischenstand geben. Richtig. Wir werden natürlich auch drin im Artikel zum Podcast, wenn wir dahin verlinken, damit ihr dem Ganzen eure Aufmerksamkeit direkt schenken und euer Geld dahin transferieren könnt. Ja. Ihr könntet uns aber auch mal einen Gefallen tun. Oh. Also nicht, dass ihr ständig uns Gefallen tut, indem ihr auf unsere Beiträge klickt, sondern wir können uns einen anderen Gefallen tun. Ihr könnt mal kundtun, vielleicht in den Kommentaren, was ihr davon haltet oder was ihr davon halten würdet, wenn wir mal so eine Kampagne starten, um ich will nicht sagen, ein Produkt anzuschieben, weil das wäre falsch, aber um ein Know Your Game ein bisschen zu verändern, indem wir Geld sammeln, und zwar von euch und anderen Verrückten, die verrückt genug sind, verrückt zu sein. Genau. Das Motto könnte sein, Verrückte helfen anderen Verrückten, verrückt zu sein. Ja, das finde ich gut. Ja, ihr könnt ja mal euch dazu äußern. Wir haben da, das Headset vom Kopf. Wir haben da so die ein oder andere Idee, und die ließe sich aber nur verwirklichen, wenn wir ein klein wenig mehr Geld in der Kriegskasse hätten. Und das deswegen loten wir gerade aus, was ihr von solchen Ideen halten könntet. Ja, ihr könnt natürlich auch einfach eine Mail schreiben an info@iknowyourgame.de, falls ihr zu schüchtern seid, in unsere Kommentare zu schreiben. Oder falls ihr gerade zu viel iTunes. Geld auf dem Konto habt es ganz dringend loswerden wollt, ohne dass wir irgendeine Kickstarter-Kampagne lostreten. Richtig. Einfach sagt, hier, komm, nehmt doch die 10.000, Mensch. Ja, eben, also reiche Onkels, reiche Tanten und Onkel sind natürlich auch sehr gerne gesehen. Ja, also falls ihr zu viel Geld habt, meldet euch, bitte, schnell. Wir haben einen Aufbewahrungsort dafür. Oh ja. Ja. Hast du eigentlich noch Aufbewahrungsort auf deiner Wii U? Nein. Das ist schade, weil es gibt jetzt erste Infos zu Mario Kart 8 DLC mit Link. Ja, ich sah, er bekommt ein Motorrad. Richtig, das nennt sich das Master Cycle. Und hat einen Pferdekopf vorne dran. Und jetzt kommt's, Nintendo hat wirklich den Tweet abgeschickt, dass dieses Motorrad genügend Pferdestärken mit sich bringt. Badum. Ja, schön. Wow, da hat jemand ganz tief in die Wortwitzkiste gegriffen. Ja, das fing schon an, weh zu tun. Ja, man hätte auch eine Eisenbahn nehmen können.
Boah, das wäre ziemlich cool. Das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn du da mit einer Eisenbahn lange fährst. Ja, oder man hätte auch den roten Leuchtenkönig nehmen können. Das wäre auch cool, ja. Doch, durchaus. Also so als Kart quasi. Das rote Leuen-Kart. König-Kart. Ja. Leuenkart. Man Ja. hätte so viele Dinge machen können. Man hätte natürlich das Motorrad auch direkt Epona nennen können. Richtig, Wäre absolut. vielleicht ein bisschen sehr einfach gewesen, aber hey. Interessant wird ja auch sein der Zelda Cup, den es wahrscheinlich geben wird. Ja. Ich frage mich, durch was man durchfährt. Vielleicht durch, keine Ahnung, Ranell-Schlucht. Ja, ich wollte es gerade sagen. Die Hey. Ranell-Schlucht, ich habe gerade diese um diese Jahreszeit sehr schön. Solange die CIA nicht da ist. Oh ja. Ja, den Witz werdet ihr nur verstehen, wenn ihr Hyrule. mal ganz fix auf YouTube geht. Jetzt. Na, danach. Okay. Danach habe ich keine Überleitung für. Dann haus einfach so raus. Vor ein paar Tagen gab es eine Debatte um Assassin's Creed Unity. Es hieß, das Spiel sei nicht auf 1080p auf der Xbox One, es soll langsamer sein, es soll schlechter aussehen, es soll nicht in super Full HD sein. So. Ubisoft hat sich dann dazu geäußert und hat gesagt, dass es dass die neue Konsolengeneration an sich nichts damit zu tun hat, dass die Grafik heruntergeschraubt wurde, sondern dass es mit anderen Gründen zu tun hat. Und jetzt hat sich halt ein Insider, ein anonymer Entwickler dazu geäußert und hat gesagt, dass vor allem auch jetzt im Hinblick auf die PlayStation 4 die Konsole wirklich einfach nicht in der Lage sei, das zu erreichen, was gewünscht ist. Er meint, es sei schon ein riesiger Arbeitsaufwand gewesen, Unity überhaupt auf die 900p und 30 Bilder pro Sekunde hochzuziehen, weil allein der Renderprozess Monate in Anspruch genommen haben soll. Er meint weiterhin, dieser anonyme Mitarbeiter, dass Fans sich mittlerweile viel zu sehr mit diesen Zahlen aufhalten, dass sie sich daran festziehen und einfach gar nicht mehr das Spiel selbst genießen, wie schön es eigentlich wirklich ist, sondern sich das dann angucken und dann im Internet, aha, hat nur 900p, also bei 1080 wäre es schöner gewesen. Anstatt zu sehen, dass das Spiel eigentlich in Wirklichkeit ziemlich geil aussieht, weil wenn wir dran denken, was wir ja schon zu Unity gesehen haben, es sieht trotzdem gut aus. Sieht sehr gut aus. Natürlich. So, und es ist halt einfach nicht in der Lage. Also, was steht hier? Zum Vergleich hat er halt Mittelerde Mordors Schatten jetzt hervorgeholt. Und das verfügt ebenfalls über so ein Current-Gen-System und Current-Gen-Gameplay, aber halt nicht die entsprechende Grafik. Und Unity sei im Gegensatz dazu halt auch mit so einer Current-Gen-Grafik ausgestattet. Und deswegen musste das Ganze heruntergeschraubt werden, damit Platz ist für eine Current-Gen-Grafik, Current-Gen-System und Current-Gen-Gameplay. Damit das Paket rund bleibt am Ende. Und das ist halt der Grund, warum es dann nun nur 900p sind statt 1080. Meine Güte. Es wird trotzdem gut Ja, aussehen, wie gesagt. es ist ja wirklich Zahlenklauberei, weil ich glaube, wenn man diese Zahlen nicht im Vorfeld um die Ohren geschlagen bekäme, wenn du 100 Gamer in einen Raum setzt, also ich glaube, bei einer Framerate ist das noch was anderes. Also, dass man eine Framerate oder dass man zwei verschiedene Framerates voneinander unterscheiden kann, unterschreibe ich sofort. Ich bezweifle aber, dass viele Menschen den Unterschied zwischen 720p und 1080p erkennen. Ja, das ist aber auch ein größerer Sprung als von 900 auf 1080. Ja, aber wenn schon viele Leute diesen Schritt nicht erkennen, also ich glaube auch, dass das 900 und 1080, ich glaube nicht, dass das Leute, dass da jetzt von 100 Leuten viele sitzen würden, die plötzlich aufschreien, ja, nicht wissend, welche Auflösung sie gerade sehen. Aufschreien, ey, das sind ja nur 900p. Das glaube ich nicht. Nein, Das also ist ich. reine Augenwischerei. Da wird genauso, nur halt aus dem anderen, vom anderen Ende des Spektrums, genauso mit Zahlen um die Ohren gehauen, wie als die ersten
Handykameras die Megapixelgrenze überschritten haben, wo sich dann auch Hersteller mit Megapixelzahlen noch und nöcher überschlagen haben und die Bilder einfach scheiße aussahen, weil nicht die Megapixelzahl entscheidend ist, sondern einfach wie gut die Linse ist, wie gut der Fotosensor ist, der in der Linse verbaut wurde. Und das ist einfach, das sind Zahlen, die mit tatsächlich gut erlebter Grafik nicht viel zu tun haben. Geschweige Richtig. denn mit Spaß am Spiel. So. Richtig, absolut deiner Meinung. Es ist halt wirklich einfach diese Zahlengeilheit. Mehr ist es nicht. Es ist, wie du bei dem Beispiel Megapixel, das, was du gerade sagst, ist ja auch ziemlich gut. Weil aktuell gibt es ja auch Handyentwickler, Handyhersteller, die Handys mit 20 Megapixel-Kameras veröffentlichen, meine Güte, ich bin zu sehr in der Videospielmaterie, raushauen. Und soweit ich mal gelesen habe, ist das menschliche Auge gar nicht in der Lage, so die Unterschiede überhaupt mehr wahrzunehmen, ab einer gewissen Megapixelzahl, ich glaube ab 5 oder 6. Ja, ich glaube. Alles darüber sieht eh komplett identisch aus. Es macht keinen Unterschied. Und ja, unser Handy hat 12 Trillionen Megapixel, wir sind so cool. Oh nee, unsere Kamera kannst du auch noch Tiefe mit erkennen. Das ist noch cooler, aber dafür haben wir weniger Megapixel. Ja, Leute, kriegt euch ein. Ich meine, wow. Ihr habt eine Kamera. Ja, ich kann Fotos mit meiner auch machen, danke. Also Ja. deswegen. Das ist halt, so ist das halt heutzutage, um es mal so auszudrücken. Aber Unity ist ja auch nicht der erste Titel, also diese Diskussion. Ich meine, natürlich ist es ärgerlich, wenn auf dem einen System das Spiel XYZ mit 1080p läuft und auf deinem System mit einer weniger guten Auflösung und dann vielleicht noch mit einer beschisseneren Framerate. Das ist alles schon vorgekommen. Ja, also ich erinnere mich an ein paar Spiele, die auf der PS4 in 1080p um die Ecke kamen und mit 60 Frames per Second liefen und auf der Xbox One mit 900p und 30 Frames per Second. Das ist natürlich ärgerlich. Natürlich. Aber das ist was völlig anderes, ein völlig anderer Schnack, wenn aufgrund des Gameplays tatsächlich da Abstriche gemacht werden und das eben für alle Systeme gilt. Und ganz ehrlich, Leute, also da bricht wirklich keinem ein Zacken aus der Krone, wenn ein Spiel wie Assassin's Creed nicht mit 60 Frames per Second läuft. Wenn das bei einem Rennspiel der Fall ist, dann ist das auch wieder ein anderer Schnack, aber hatten wir auch schon alles. Und selbst die Dinger haben sich verkauft. Also, das ist alles nicht so, wird alles nicht so heiß gegessen, wie die Fanbase das gerne kocht. Ja. Es ist So. halt, so ist das halt. So ist das. So ist das. Jo, haben wir noch was? Ich habe Sonst. Hunger. Ich kann auch eben schnell eine Sache raus, noch nichts Tolles. Warner Bros. Hat wohl einen Regisseur gefunden für die Minecraft-Verfilmung. Und zwar ist das Sean Levy. Hat unter anderem Big Fat Liar, Just Married, Date Night oder The Internship gemacht. Sagen mir sogar ein paar der Filme was von. The Internship ist hier bekannt unter diesen Praktikanten. Also es ist dieser Ach, mit Owen Wilson und ja, ja. Dingenskirchen. Und Date Night ist auch so ein ähnlicher Film. Also der macht wohl, wird jetzt von Warner Bros. Brazzers. Brazzers Die Brazzers. von Warner Bros. Hallo Warner Bros. Wie Mario Brazzers. Ich kann euren Namen aussprechen. Ja, der wurde jetzt wohl an Bord geholt und soll dann jetzt wahrscheinlich machen. Soll dann aber natürlich nicht vor 2016 in die Kinos kommen. Ja, dann. Jetzt habe ich auch nichts mehr. Da wünsche ich euch ja viel Spaß, wenn ihr das guckt. Nee. Ich habe in der Zeit meine Taschentücher bügeln müssen, deswegen kann ich da leider nicht ins Kino gehen. Aber. Ich werde Eierschalen wieder zusammenflicken. Ja, das ist auch schön. Da kann ich dir gleich mal was zuschicken. Okay, mach das. Ich baue mal ein wenig ein Puzzle. Ja, ich habe dann 7 Millionen Teile Puzzle. Verdammt. Ja, das war der 160. Duo-Podcast. Denn ja, also das war nicht der 160. Duo-Podcast, aber der 160. Ein Neues Game Podcast, den wir zu zweit bestritteten.
Ja, Mit sicher. euch natürlich, euch Zuhörern, ihr tapferen Krieger der Kriegerigkeit. Wo auch Ja. immer ihr das gehört habt, dass das jetzt auf iTunes war, auf unserer wundervollen Webseite www.knowyourgame.de oder vielleicht sogar auf YouTube. Das weiß ich nicht, das wisst nur ihr. Ich hatte kurz den Gedanken, dass du zu diesen Satz eingeleitet hast, dass du meinst örtlich. Ich hatte kurz die Befürchtung, du sagst, egal wo ihr das hört, auf dem Klo, im Schlafzimmer, im Auto. Nein, nein, sowas sagst nur du. Stimmt, das habe ich gerade getan. Was spielst du denn aktuell? Ach, dies und jenes, vieles und diese Woche extrem wenig, nämlich genau gar nichts. Das ist schön. Und du? Och, meine Güte, du überrumpelst mich mit dieser Frage. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe, soll ich mal wieder sagen, ich spiele jetzt gerade gar nichts? Nein. Ich spiele Super Smash Brothers for 3DS. Das, Kenne ich nicht. das Nee, das ist doch so ein ganz Nischenspiel. Es kommt aus Nordkorea und es geht darum, Kim Jong-un an Strippen lang zu ziehen, damit es aussieht, als würde er noch leben. Es ist sehr facettenreich, also kann ich empfehlen. Wird auch ein Test. Ist aber in Deutschland verboten, weil Ragdoll-Verhalten von Leichen. Richtig, allerdings habe ich trotzdem, Allerdings. Aladdin, habe ich ein Testmuster von dem nordkoreanischen News Network erhalten und darf nun einen Testbericht als einer der einzigen deutschen Videospielredakteure dazu verfassen. Das ist wunderschön. Was noch? Ja, nicht viel. Nicht viel. Was? Entschuldigung. Ja, genau in diesem Nicht Sinne. viel. Nicht viel. Ja, diese Woche war irgendwie keine Zeit. Weiß ich nicht. Nee. Ich werde am Wochenende aber auf jeden Fall ein bisschen zocken. Und ich freue mich schon sehr darauf, Forza Horizon weiter zu spielen. Denn ich habe momentan so ein bisschen Bock, in der Gegend rumzuheizen. Und außerdem, das Setting ist so wundervoll. Ja. Denn es ist nicht wie im ersten Forza Horizon, wo du ja im Herbst dich quasi bewegst, zwar im Indian Summer, wie man so schön sagt, aber es ist ja alles sehr herbstlich. Herbstliche Farben, das Wetter ist sehr herbstlich. Und das Schöne ist, in Forza Horizon 2 bist du in Südeuropa unterwegs, Das klingt in gut. malerischen Gegenden. Traumhaft. Ja, es ist wirklich traumhaft. Also es ist abartig schön da und es ist abartig Sommer da, ganz im Gegensatz zu hier. Und deswegen werde ich das am Wochenende, werde ich mir ein kleines bisschen Sommer hier nach Hause holen, indem ich ganz viel zocke. Das klingt, ich bin neidisch, glaube ich. Ja, und ich glaube, ich werde Alien Isolation werde ich mir nächste Woche reinfahren. Denn nächste Woche bin ich quasi Strohwitwer und dann werde ich, glaube ich, einen Tag und eine Nacht werde ich einfach Alien Isolation spielen. Oder ich gehe es mir ganz schmutzig und gucke mir erst Alien Isolation an. Erst Alien ein an. Aliens an. Nein, Alien. So heißt er, der erste Teil. Dann spiele ich Alien Isolation und dann tue ich mir den zweiten Alien-Film an. Ich glaube, so mache ich das. Das ist auf jeden Fall die richtige Reihenfolge, aber ist die Frage, ob du so durchkommst, so wie du planst, so schnell. Ich glaube nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Du Wahrscheinlich nicht, aber ich werde es versuchen. wirst wahrscheinlich einfach vor Angst sterben. Ich habe mir schon einen Vorrat Erwachsenenwindeln zugelegt. Die schneide Das ich mir einfach vorsichtshalber um und dann, wenn ich mir in die Hose scheiße, dann habe ich eine Windel an. streamst du natürlich über Twitch, Natürlich. Natürlich. ne? Nein, ich möchte an der Stelle noch hinweisen auf unseren neuesten Neuzugang. Ein Gastschreiber, den wir letzte Woche schon angekündigt haben, Rainer Schauder, hat einen Artikel für uns geschrieben, und zwar genau zu Alien Isolation, ein Review-Artikel, und den möchte ich euch wärmstens ans Herz legen, denn er hat sehr viel geschrieben und er hat sehr schön geschrieben, und deswegen an dieser Stelle nochmal ein kleiner Teaser dahin. Auf unserer Webseite, und dann wird es da auch noch einen Spiele-Quickie zu geben, den allerdings erst nächste Woche. Ach, ist das So. so? Ja. Hm. Weißt du noch nichts von, ne? Nö, aber gut. Überraschung. Verdammt! Ich hasse doch Überraschungen. Ja, Ja. gut. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt raus, ne? Dann sind wir jetzt raus. Okay. Bis nächste Woche. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.